Willkommen zu Part 35. Außer wenn jetzt eine Cutscene kommt und das war's dann. Dann ist es immer noch 34. Ich wollte nicht so ein Arschloch sein, aber jetzt. Ich muss so pissen, Alter. Jetzt geht's so richtig los. Papa! Papi! Maria! Gott sei Dank! Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Devlin. Ich werde nie vergessen, was Sie heute getan haben. Wie es scheint, steht die Regierung seiner Majestät ebenfalls in deiner Schuld. Rechne aber nicht mit einem Dankeschreiben von Bishop. Bishop kann mich mal. Ich arbeite nicht für... Oh mein Gott! Deutsche Soldaten! Wir sind umstellt! Sie müssen ihnen gefolgt sein! Das ist unmöglich. Niemand hätte... Verdammt, Devlin! Ihretwegen sterben wir alle! Nein! Nein! Skyler, was zum Teufel ist in dich gefahren? Sie dürfen Kessler nicht lebend kriegen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Tut mir leid, Sean. Es ist noch nicht vorbei. Ja, lass sie noch leben. Geh mir aus dem Weg, Sean. Ein Teufel werde ich tun. Blöde Kuh. Verdammter Mist. Zwing mich nicht, das zu tun. An die Waffen. Wir halten sie auf, solange wir können. Ja. Ich mach die schon kaputt. Keine Sorge. Schnell raus. Oh Gott, das HQ geht ja auch kaputt. Fast vergessen. An die Waffen. Erstmal, ihr geht hier raus. Was war das? Ihr... Leute. Schnell nach oben. Hinter Tür! Ne, nicht hinter Tür. Hier oben war doch gerade einer, oder? War hier nicht einer? Hier war doch einer. Ach, egal, runter. Hinter Tür, okay. Okay, nicht verwechseln. Ich soll hier nicht so lange bleiben. Oh, jetzt geht's nämlich richtig los. Töten Sie zuerst die Pioniere. Die Mauer ein bisschen halten. Pionier! Ah, fuck, fuck, fuck. Emu schreibt mich gerade an. Du Kackdingen. So, rein, 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 schnell. Sean, kurz mal, durch die Vordertür. Kurz mal Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurz Emu geschrieben. Verteidige die Vorderseite. Schnell, schnell, schnell. Gib mir irgendein MG, bitte. Warum? Kurz schon mal vorsorgen. Oh yeah. Vorsicht vor den deutschen Pionieren! Sie wollen am Gebäude Sprengsätze anbringen! Lass das nicht zu! Mach ich nicht. Ich meine, ich wäre ja doof, wenn ich das machen würde. Oh Gott, oh Gott. Irgendein Pionier noch? Verpisst euch hier! Da kommen sie wieder! Anstatt mal dran zu denken, zu sterben, ne? Er schießt auf mich. Alle schießen auf mich. Okay, wieder rein. Also ins Gefecht. Noch ein Pionier! Halt ihn auf! Was? Wo? Da.
Immer. Jetzt in Deckung. Gott, ich bin so am Arsch. Du Typ da hinten gehst mir schon die ganze Zeit noch auf den Sack. Was, wo? Ja, wo? Vor allem, warum muss ich die Front hier alleine decken? Da drüben! Sie greifen von der Seite an! Okay. So, und jetzt geht's erst noch richtig los. Da kommen sie schon. Fuck, Alter! Kriegst du den einen Typen da nicht kaputt? Geht doch. Oh. Gehört? Klingt nach einem beschissenen Panzer. Fuck. Und das meinte ich nämlich. Panzer zerstören. Hier unten war doch irgendwas, soweit ich weiß. Wo habt ihr das Ding hingelegt? Ich drück doch die ganze Zeit F, Alter. Karabiner. Nein, ehrlich, wo ist diese... Warum? Oh. Okay, Kackmission. Oh Gott, hast du das gehört? Klingt ja, nach einem sehr ruhig. Panzer. Okay, ab nach unten. Wo habt ihr das verfickte Teil hingelegt? Alter! Okay, sollte irgendwo ein Raketenwerfer liegen, denn... Oh Gott! Hast du das gehört? Halt die Fresse, ich brauch Zeit. Keine Zeit für, oh Gott, hast du das gehört? Ja toll, hier komme ich nicht durch. Ab nach vorne, Leute. Ist sie schon wieder tot? Nee. Fickt euch. Ab rein da. Was, Dynamit platzieren? Scheint ja gerade ehrlich Dynamit platzieren an der Einwand. Gott, ich hasse diese Mission. Was machen Sie? Sammelt euch. Wir werden bald mit Verstärkung zurückkommen, um uns auszuräuchern. Eine zweite Chance auszubrechen kriegen wir nicht. Verschwinden Sie mit den Kesslers. Was ist mit Ihnen? Ich verschaffe Ihnen so viel Zeit, wie ich kann. Veronique. Ich bleibe bei Luc. Non. Meine Freunde sind gestorben, um ihn zu beschützen. Ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Vorwärts. Los! Hör auf die Frau mit den Titten. Okay. Kackdinger. Okay, damit hätten wir die Scheißmission, die ich meinte, auch geschafft. Und ja, nach dieser Mission hatte ich erstmal eine Woche oder so keinen Bock auf Saboteur.
Weil hier alles wieder grau geworden. Egal, man muss auch mal einstecken. Ja, was geht? Ich wette, jetzt laut uns noch irgendwas auf dem Weg auf. Wie sie hier schon wieder stehen, ne? Richtig asozial. Die Freunde haben sich geopfert, um uns zu beschützen. Ich kann nur hoffen, dass wir ihnen eines Tages danken können. Irgendwie. Können Sie, Doktor. Sobald wir sie in unser Labor in London gebracht haben. Blut kann nicht mit Blut vergolten werden. Das will ich nicht hoffen, um ihretwillen. Ihretwegen wurde schon zu viel Blut vergossen. Papa, wo gehen wir hin? Psst, mein Liebes. Wir sind bald in Sicherheit. Ja, sie braucht keine Angst haben. Wir bringen die nur an sicheren Platz und... Aber... Wir haben uns die Deutschen gefunden. Uns ist doch keiner gefolgt. Ich weiß wie, aber ich sag's nicht. Also, das ist doch... Ihr könnt ja schon mal schmunzeln, woran's lag. Soweit ich weiß, kommt noch eine Kackmission. Also zum Ende hin werden die Missionen halt schwieriger, deswegen auch immer beschissene, finde ich. Aber diesmal habe ich das, glaube ich, viel, viel schneller geschafft als letztes Mal, als ich das gespielt habe und du kannst nicht fahren. Boah. Sorry, wenn ich ein bisschen ruhig bin, aber ich finde die Mission immer noch nicht toll. Haben wir so viel gearbeitet und mit einem Schlag haben die unser ganzes HQ kaputt gemacht. Hauptsache, wir haben uns gewehrt. So, raus mit euch. Hatte Bob nicht noch eine Mission für uns? Luke, wo ist Veronique? Wie kommst du so schnell hier hin? Wo ist sie? Es herrschte Chaos. Wir wurden getrennt. Sie wurde gefangen genommen. Elender Bastard! Sie ist wegen ihnen geblieben! Schauen! Geben Sie mir 10 Mann. Ich hol sie zurück. Das kann ich nicht. Was? Gibt keine Mann. Warum nicht? Die Operation wird wie geplant fortgesetzt. Sobald der Angriff beginnt, brauchen wir jeden Mann, der eine Waffe halten kann. Ich glaube, ich habe mich verhört. Wir reden hier von Veronique. Unsere Sache ist wichtiger als eine einzelne Person. Sogar Veronique. Für mich nicht! Sie können jetzt nicht wegschauen. Sie müssen den Aurora fahren. Suchen sich einen anderen Fahrer. Ich steige aus. Ja, also was ist wichtiger? Den Aurora fahren, um Kurt Dierker zu schnappen? Oder Veronique zu holen? Jedenfalls können wir uns das dann bald bei Brümann, ach da ist er, bei Brümann, ja, können wir das halt bald bei Brümann entscheiden. Erstmal muss ich mir ein paar neue Waffen holen. Oh, scheiße, ich glaube, da hatte einer einen Brief für mich. Nochmal kurz hoch. Ich kacke das mit dem Hauptquartier. So, wo ist er? Sie sind gar nicht übel, ganz und gar nicht. Ich habe da gerade einen Rennen hören. Da. Sean. Ich weiß vielleicht, wo wir Veronique finden können, aber wir müssen uns beeilen, solange das Wetter hält. Brümann. Okay. Also bei Brümann
retten wir dann Veronique. Aber weil wir sowieso keine Option haben, um das Rennen zu machen, können wir wohl erst nur Veronique retten. Cherche quoi? Tu veux assurer ta protection? Oh. Okay. Ja, die Terrorschrotflinte. Okay, 150 Schuss, das ist schon besser. Ich rüste mich mal kurz neu aus, also ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen eh nur noch hier Party machen und alle kaputt. Aber... Guck mal, dann mache ich das so. Ich kaufe mir jetzt das Ding. Pack das dahin. Hol mir das Ding, pack das dahin, bin ausgerüstet. Brauche nur noch ganz viel... Munition. Okay. Also, ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.